Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Und heute schauen wir uns an Luent von Paul Gardendin. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es alles richtig ausspricht. Ich hab's auf meine Liste gesetzt, ist schon ein bisschen her. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es aussieht. Oder wie es am Screenshot aussah, besser gesagt, weil so habe ich es mal noch nicht angesehen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Luent von Paul Garden oder so. Keine Ahnung. Hochgeladen wurde das Ganze am 19.06.2020. Und mit ein bisschen Glück habe ich es auch abonniert. Luent. Da, ja. Da ist es. Pause habe ich drin beim Platzieren. Er lädt und lädt und lädt. Und lädt. Da muss ich Terraforming machen, sehe ich gerade. Oder? Nein, muss ich nicht. Glaube ich. Halt, Misimi-Platte ist hier. Wunderbar. Toolkit-Teile-Dingens waren auch nicht zu abonnieren, beziehungsweise, das kann ich mittlerweile ja gar nicht mehr sagen. Ich muss das umformulieren. Toolkit-Teile-Zeugs war nichts zu abonnieren, das ich nicht schon abonniert habe. Ich habe zurzeit sehr viel abonniert. An dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz netten Gruß an alle Rassen aus. Wer es auf Twitter verfolgt oder alle Rassen aus auf seinem YouTube-Kanal verfolgt, hat es mitbekommen. Gestern kam ein besonderes Video. Schaut es euch unbedingt an. youtube.de/alle Rassen aus. Alles zusammengeschrieben. Und das ist von der Festival Challenge das dritte Video. Schaut euch das an. Spätestens ab 2 Minuten 20 oder so versteht ihr, warum ihr euch das ansehen sollt. Aber schaut euch das ganze Video an, schreibt ihm einen netten Kommentar und so weiter und so fort. Ja, das an dieser Stelle nur. Wollte ich einfach nochmal loswerden. Aber zurück hier zu Luent. Das ist ja cool. Mit den Holzplanken Luent. Oder Lüt? Ich weiß es nicht. Ist das Französisch? Amerikanisch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise Englisch halt. Egal. Ich quatsch schon wieder sehr viel Zeug. Okay. Hier haben wir sehr viel Steine, sehr viel Palmen. Ja, sieht irgendwie karibisch aus. Eine Kombinationsgabe hat der Mann. Palmen und Karibikdächer, sieht karibisch aus. Ja, mega gut. Ich bin sehr gespannt, ob uns der Coaster umbringen wird. Lieber Ersteller, liebe Erstellerin, wobei hier glaube ich tatsächlich ist es ein Ersteller, weil Paul im Namen drin ist. Ist ja komplett egal. Aber wenn ihr das so ansehe, erster Lifthill doch ein bisschen hoch und der Rest der Strecke sehr niedrig, da ist was geboten. So, jetzt such mal den Eingang. Hier ist ja Luent gestanden. Da müssen wir hin. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Teile. Das mache ich nachher noch. Aber so Wegeplatten. Schauen wir mal, ob wir die brauchen oder auch ohne Wegeplatten hinfinden. Bis jetzt klappt es ganz gut ohne Wegeplatten. Hier rauf. Hier wäre ja normalerweise ein Weg. Das würde man nicht sehen. Okay, Wegeplatten braucht man nicht. Finden wir auch so hin. Hier. Warum hört die Decke hier auf? Na gut, ist dann so. Ja, da
Dann schauen wir mal, was Luend so kann. Testen, stoppen, testen, stoppen. Ja, warum machst du das? Die Bahn war ja geschlossen. Ja, aber ich weiß ja nicht, was erster und zweiter Zug und ist jetzt sonst wieder falsch drin und überhaupt mache ich das schon automatisch. So, Pause raus. Dann schauen wir mal. Oh, das ist nicht getimed, das war Zufall, dass wir da jetzt nicht durchgeglitscht sind. Oh, Bäume schon mal durchs Gesicht. Sehr schnelle Lifthill. Hoch, rüber und... Ja, ich schau mir halt die Dinger vorher nie an, ne? Drum kann da auch mal was dabei sein, wo ich sag, ist jetzt ausbaufähig. Aber Musik hat der Coaster, das gefällt mir gut. Die Geschwindigkeit war jetzt tatsächlich für den sehr hohen Lifthill okay. Das hier war getimed. Okay. Erster Eindruck ist sehr ruckelig. Sehr viel durchs Gesicht bekommen. Und nicht geglättet. Das ist so mein erster Eindruck, den ich von der Bahn habe. Muss ich ehrlicherweise so sagen. Und das Ruckelig spiegelt sich natürlich wieder in die Gehkräfte. Wobei ich mit Schlimmerem gerechnet habe. Aber das ist schon so ein bisschen extrem. Vor allem die minus 4 G. Na gut. Nachtfahrt. 22 Uhr. Übrigens habe ich auch noch nicht gesagt, wenn du was gebaut hast, dann sagst, hey, schau dir das bitte mal an. Schreib's einfach in die Kommentare, mache ich natürlich gerne. Parkvorstellungen derzeit eher nicht, da komme ich nicht dazu. So, jetzt fahren wir das Ganze bei der Nacht. Ja, das ganze Zeugs, das man durchs Gesicht bekommt, das sieht man halt einfach. Wenn man selber Testfahrt damit macht, das sieht man. Und darum bin ich da immer relativ... Nee. Das finde ich halt nicht so toll. Aber sehr viel getimed war. Man hat mal getimtes Licht, man hat mal getimte Türen, man hat mal die Wassereffekte. Beleuchtung finde ich generell schön, muss ich Tatsache sagen. Ist halt eine ordentliche Geschwindigkeit zwischendrin und ja, schauen wir es uns von außen an mit der Beleuchtung. Ja, finde gut, Beleuchtung ist vorhanden. So, was ich gerne dem Ersteller oder der Erstellerin als Feedback mitgeben möchte, ist folgendes. Die Bahn bitte unbedingt glätten. Einmal mal hier Strecke markieren. Hier, wenn man bearbeiten klickt. Zum Beispiel hier irgendwo. Nur beispielhaft jetzt. Hier mit den blauen Dingen kann man den Streckenbereich verschieben, den man halt markieren möchte und dann hier einfach auf alle Glätten klicken oder ruckelfreie Schräglagen, je nachdem was man braucht. Mache ich jetzt nicht, ich baue nicht bei anderen rum. Ich wollte es nur zeigen, wie das gehen würde. Dann der Lifthill, den könnte man theoretisch ein bisschen niedriger machen, denke ich, so bis hier. Dann nimmt man schon mal Geschwindigkeit raus und Gehkräfte raus. Ja, und hier die, also das bekommt man halt alles heraus, so Schläge mit dem Glätten, wo ich gerade gesagt habe. Und Palmen gehören nur verschoben, einige,
wenn man da sehr viel durchs Gesicht bekommt. Es ist jetzt nur meine Meinung, vielleicht sagt der Ersteller ja auch, das ist mir alles egal, da lege ich keinen Wert drauf, dann ist es so. Aber so, das wäre meine Rückmeldung. Ja, und Tatsache, das war's schon wieder. Alles macht, ihr habt die Statistiken hergezeigt, wir sind in der Nacht gefahren, wir sind am Tag gefahren, ich habe Rückmeldung gegeben. Ich habe gesagt, ich stelle gerne Sachen vor, wenn ihr mir das schreibt. Ihr habt mich beim Ausraster nochmal bedankt. Ja, Tatsache, ich habe alles erledigt. Dann sage ich vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.